Mal ganz offiziell, guten Morgen erstmal an alle, ja? Auch an die Eltern. Guten Morgen, jetzt Motorrad fahren, ne? Müssen wir erstmal ein bisschen abklopfen, was ihr denn schon so drauf habt, was ihr wisst, was ihr kennt vom Motorrad, ne? Schon mal wichtig zu wissen, Gleichgewicht ist eine Sache, die ihr nachher einsetzen müsst, wie beim Fahrradfahren auch. Deshalb sage ich immer, wenn ihr gleich auf dem Moped drauf sitzt, auch die, die noch nie gefahren seid. Es ist nicht viel anders, als wenn ihr Fahrrad fahren würdet. Wenn das Ding einmal rollt, dann ist eigentlich nur noch der Unterschied, dass ihr woanders Gas gebt, also dass ihr woanders den Vorwärtstrieb herbekommt. Okay? Ja, der Blick, die Blickführung. Wenn ihr nicht dahin guckt, wo ihr hin wollt, sondern nur damit beschäftigt seid. Und ich sage das, weil ich das jedes Mal bei einem Lehrgang immer wieder sehe. Und dann werdet ihr gleich auch haben. Ihr seid nur damit beschäftigt, was ist hier? Oh, oh, hier, da, wo ist Gas, wo ist Bremse? Das und hier. Und seht gar nicht, wo es lang geht. Dann kommt ihr auch nicht ans Fahren. Diese Bremse, oder die Bremsen, der Lenker, oder wie auch immer, die sind fest angeschraubt. Die können nicht verloren gehen. Ja, denn ihr am Anfang da einmal hinguckt, wo ist was, ist okay. Aber wenn ihr fahrt, ist der Blick immer weit. Und zwar ganz weit. Und wenn ich in die Kurve fahre, gerade beim Motorradfahren, eigentlich auch beim Autofahren, geht mein Kopf mit. Ich gucke immer dahin, wo ich hin will. Und wenn ich zum Beispiel eine Pylone gleich da auf der Strecke habe, und ich gucke mir diese Pylone an, dann treffe ich die auch. Das ist aber nicht das Ziel. Ihr wollt ja da daneben vorbeifahren. Also nicht irgendein Objekt fixieren, sondern immer weit vorausschauend fahren. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Ja? Was ist das Gas beim Motorrad? Wer weiß das? Nick? Hier. Okay, so. Dann fangen wir mal direkt mit Basil an. Geht mal mit Gefühl Gas. Nicht nur hektisch auf und zu machen. Und dann greifst du den bitte nicht von oben, weil wenn du jetzt diesen machst, ist der Hahn sofort auf. Du legst bitte deine Hand ganz normal hier so auf dieser Stelle. Und jetzt gib mal mit Gefühl Gas und halte. Für dich, Nick, guck mich bitte an, wenn ich mit dir spreche. Und jetzt schlag mal den Lenker komplett ein. Der Fuß bleibt dabei oben. Gut. Jetzt wieder gerade. Jetzt wackel mal ein bisschen hin und her, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Ja. Gut. Alles klar. Gut. So, jetzt machen wir einen kleinen Bremsentest. Ja? Ich ziehe dich jetzt gleich zu mir. Und wenn ich sage, jetzt ziehst du bitte beide Bremsen. Jetzt. Okay, nochmal loslassen. Jetzt. Bremsen funktionieren? Gut, sagen wir nicht, die haben nicht funktioniert. So, pass schön die Griffe hier, schön mittig an, nicht so weit außen. So, und auch für dich, Nick, wenn ich dir jetzt sage, Gas auf, gibst du ein bisschen Gas. Ja? Und wenn ich sage, weg, wieder weg. Ja? Oder zu, wieder zu. So, Gas auf, ja, zu, okay, und nochmal, auf, zu, nicht so eng, ne, so wie das, auf, zu, okay, super. Ja, super, ne? Und dann kannst du sogar noch mehr Gas geben, ja, du musst für dich das Gefühl kriegen, wie lange kann ich Gas geben und wie spät kann ich bremsen? Genau hier steht es. Ja? Die beiden Bremsen schlagen voll rein. Super. Ja, super. Gut weiter.
super. Deine erste Motorrad-Intensivlehrgangsveranstaltung erfolgreich bestanden. Gratulation, bitteschön. Deine Urkunde. Jetzt kriegst du nochmal einen Gutschein. Kappe und Dings hast du, ne? Maler. Felix. Timo.